Herzlich willkommen zurück hier in Novigrad. Wir sind auf dem Weg in Trissier Haus. Die müssten wir kennen aus einem der Vorgänger. Ich erinnere mich auch irgendwie an sie. Hallo Hure. Gut. Willkommen, Stadt der Huren, Schlampen und Prostitution, heiße ich euch willkommen. Was bist du für einer? Du hast doch Arme. Okay. Du sahst gerade sehr, sehr merkwürdig aus. Ist hier drin eine Kräuterfrau oder sowas? Ja. Also irgendwie ist hier doch niemand drin. Ah, hier wahrscheinlich. Oh. Ein junger Zwerg. Geht's? Sei gegrüßt, junger Mann. Dein Haar mag grau sein, aber dein Gesicht und dein gerader Rücken künden von deiner Jugend. Hallo, was verkaufst du denn? Kräuter, junger Mann. Ich habe alles, was in dieser Gegend wächst. Du würdest staunen, was für nützliche Pflanzen es hier am Straßenrand gibt. Nicht allzu sehr. Wolfsband zum Beispiel. Blüht hübsch, lindert Schmerzen. Aber mit einer einzigen Handvoll kann man eine ganze Familie vergiften. Eine sehr nützliche Pflanze. Ja, was würdest du sonst noch empfehlen? Sieh dich um, junger Mann. Du scheinst dich auszukennen. Da zeige ich dir auch meine Spezialvorräte, die ich unterm Tresen habe. Sehr schön, dann zeig mal her. Vielleicht hast du die Kräuter, die ich brauche. Toll, hätte ich gar nicht in der Zwischenzeit zu einem Alchemisten gehen müssen. Zwergenschnaps, verbettetes Nekrophagenöl. Teufelsprovosit, Drachentraum, Absufrafrap des Weisen, Waldkauz, ja, yeah, verbesserte Schwalbe, das habe ich gesucht. Petrisfilter, Mariborwald, verbesserter Vollmond, verbesserter Samenmond, Kretsche, Schneesturm, haben wir glaube ich schon, verbessertes schwarzes Blut, Nordwind, verbessertes Nordwind. Zwergenschnaps haben wir, glaube ich, schon so unzählige Male. Haben wir jetzt wirklich 2000 Kohle für Rezepte ausgegeben. Mal gucken, ob wir hier verbesserte Schwalbe herstellen können. Jawohl. Teufelsbomben. Aber wir kamen da unten noch, ich glaube, Nekrophagenöl konnten wir herstellen, besseres, oder? Yep. Ich fehlen über so ein paar Pflänzlein. Müssen wir ein bisschen mehr sammeln, wenn wir jetzt durch den Wald laufen. Oh, Werwolf-Absub. Ach ja, wir haben ja noch Mutagene über. Mutagenabsorb. Mutagenabsorb sind stärker als normale Tränke. Ihre Effekte sind extrem lang anhaltend, tragen allerdings zur eigenen Vergiftung bei, wodurch die Einnahme anderer Tränke eingeschränkt wird. Wasservibeabsorb. Solange wir jetzt noch in unserer Skillung alles haben, sollte ich zufrieden sein. Jawohl, unsere Ausgerüsteten sind noch da. Das wäre auch dreist, wenn wir die einfach verbrauchen können, die wir da in unsere Skills stecken. Das würde mich sehr, sehr, sehr ärgern. Ach ja, jetzt können wir erstmal... Inventar. Nützliches. Dann haben wir hier einmal... Das Buch können wir mal reingucken. Gucken. Teufelsprovisit. Das sind Absubs. Bier. Ach, die Schwalbe wird automatisch verbessert? Ach, cool. Die Kretsche auch. Klasse. Haben wir gar keine guten und schlechten, sondern nur noch die guten. Das finde ich sehr, sehr praktisch gelöst.
So, in nächster halbe Stunde wird wahrscheinlich hier das Manuskriptding da links auf Party. Huch, was ist denn hier vorne los? Und du hast was zu verkaufen? Ja, hast du. Sie an, Sie eine Perle an. Der weiße Städten. Wolf persönlich in Wiege meiner bescheidenen des ewigen Feuers. Was kann ich für dich tun? Erhebt gerade hier. Brauche ich einen Kredit für etwas Geld umtauschen? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Der Wache bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt. Scharlatanen, Vasen, Hexen will eure Reinheit und euren. Was ist denn hier los? Hassprediger auf dem Markt. Das unterstütze ich keinesfalls. Sogar nicht. Nada. Nada. Aha. Also ich bin ja ein Fan von öffentlichen Veranstaltungen. Aber das ist gerade ein bisschen hart. Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und leuchtet. Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, leuchte. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialschalterhaufen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur so leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Götter, seht, ein Goblin. Hoffentlich hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Verbrannter Doppler! Warum war der Gestank so anders? Gar nicht wie ein ganzer Tag verschwendet. Schieb ab! Wir plündern hier! Beute interessiert mich nicht, sondern die Zauberin, die hier gewohnt hat. Das sollen wir dir glauben? Ja. Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Vor wem versteckt sie sich? Die Tempelwache greift durch. Alle Magier sind vogelfrei. Sie machen sie nieder wie Ratten. Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Stinkende Hecke? Interessanter Name. Ein Hort des Abschaums und der Sonderlinge. Kein ehrbarer Mensch würde sich dort herumtreiben. Und darum soll ich gerade da nach meiner Freundin suchen? War nicht so gemeint. Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem?
Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf, nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit den Diebesgewürmen. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Sieh an, du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten. Und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Ich hörte, Novigrad sei kein Ort für Magier. Nun sagst du, es sei kein Ort für Hexer. Für wen ist es denn ein Ort? Für rechtschaffene Menschen mit dem wahren Glauben an das ewige Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt. Ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Bürste. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Kräuter. Wozu ist Triss jetzt Heilerin? Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Die
Rose der Erinnerung, ganz vertrocknet. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Mein Bauch. Ewiges Feuer, wie das schmerzt. Soll ich dir was vorsingen? Hey, du! Weiß nicht. Hä? Hallo. Na, na. Ah. Vorsichtiger, als ich dachte. Nicht zu nah ran. Gnade! Gib mir eine Krone! Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie. Ja. Danke, barmherziger Mann. Willst du meine Geschichte hören? Ein andermal. Ich bin in Eile. Thank you.
Generation. Der Niedergang der Zivilisation. Moralischer Verfall. Dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Ein Scheiterhaufen. Der erwartet dich. Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann? Wachtmeister, kleine Pause bei der Hexenjagd? Meine Verehrung, Verehrtester. Bring uns das Übliche. Natürlich, immer weiter so. Dann bekommt ihr einen Sondertarif. Gut, ich pumps gerne Sonderlinge. Und Nutten mit drei Titten gibt es in normalen Bordellen nicht. Aufmachen! Wer bist du und was willst du? Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit 5 Jahren von unten. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Fang. Du darfst rein. Hopsa. Gleich nachdem du mir deine Waffen gegeben hast. Die schließe ich hier schön sicher weg. Gut, pass auf, dass du sie nicht verlierst. Keine Sorge, die warten auf dich, wenn du beim König warst. Thank you.